Und Corinna Schwarzenberger von der ÖVP ist die vorerstletzte Rednerin zum Thema künstliche Intelligenz. Herr Konsumentenschutzminister, ja, Kollege Köchl, es braucht nur gescheite Anträge schreiben. Wir bewerten den Antrag und wenn die Begründung dementsprechend auch gut ist und die Argumente, dann werden wir sie auch, dann werden wir auch zustimmen. ChatGPT ist momentan in aller Munde. Über 1 Million Nutzer in den ersten 5 Tagen ist dem amerikanischen Unternehmen OpenAI sozusagen damit ein völliger Senkrechtstart gelungen. Im Übrigen hat es nicht einmal Facebook geschafft. 18% aller Österreicherinnen und Österreicher nutzen nämlich mittlerweile die künstliche Intelligenz. Es geben 57% davon an, dass sie damit auch für Prüfungen lernen. 33% schummeln damit übrigens bei Prüfungen, 37% lassen sich davon sogar Liebesbriefe schreiben und manche Abgeordnete in den verschiedenen Parlamenten lassen sich die Reden schreiben, ohne dass es auffällt. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, das trifft nicht auf alle heute Anwesenden zu. Kollege Wurm, fühlen Sie sich angesprochen? Sie sehen jedenfalls, die Bandbreite ist eine ganz bedeutend große. Künstliche Intelligenz ist sozusagen per Mausklick ganz einfach für jeden rund um die Uhr einsetzbar. Und während die anderen den Fortschritt begrüßen, sehen das manche auch sehr skeptisch. ChatGPT löst allenfalls Emotionen aus. Aber nicht nur das, Elon Musk hat ja gefordert eine sogenannte Nachdenkpause, weil eben dieser Fortschritt so schnell geht. Es besteht die Gefahr, dass wir quasi einen Kontrollverlust erleiden und er sagt, es braucht Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und die Frage, die wir uns im Konsumentenschutzausschuss stellen, die ist, wie verändert denn künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt? Die Frage, die stellen wir uns ja mindestens seit dem 18. Jahrhundert, was damals die Erfindung der Dampfmaschine war, später des Internets, des Smartphones, ist eben jetzt der Einsatz von künstlicher Intelligenz. ChatGPT und alle anderen auf künstlicher Intelligenz basierenden Systeme sind sozusagen derzeit der Elefant im Raum in diesen Belangen. Und die zunehmende Automatisierung, die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Das bedeutet Innovation, es bedeutet Fortschritt. Und wie die Geschichte uns auch gelehrt hat, war diese Angst immer unbegründet. Es bedeutet schlichtweg Veränderung. Fest steht jedenfalls, dass der Einsatz von KI-Systemen zum Wirtschaftswachstum, insbesondere auch durch Effizienzsteigerungen, beiträgt. Selbstverständlich müssen wir aber als politische Verantwortungsträger die künstliche Intelligenz ganzheitlich betrachten und auch die Schattenseiten mitdenken. Es ergeben sich einige Rechtsfragen in diesem Zusammenhang. Es werden nämlich personenbezogene Daten verwendet. Kollege Drobitz hat es im Konsumentenschutzausschuss auch angesprochen, völlig zu Recht, dass auch die Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden muss. Verbraucher- und haftungsrechtliche Fragen ergeben sich und auch das Transparenzgebot spielt in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. Und die zweite Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist, wie verändert sich denn das Konsumverhalten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Wir haben uns dazu im Ausschuss verständigt, eine Studie einzusetzen, die uns darüber Aufschlüsse gibt. Dazu habe ich vorab schon mal ChatGPT gefragt und möchte zum Schluss ChatGPT selbst zu Wort kommen lassen, denn ich habe das Programm gefragt, wie es die Auswirkung von sich selbst auf das Kaufverhalten von Konsumenten einschätzt. Und die Antwort des Programmes war, ich zitiere, insgesamt können KI-basierende Systeme das Kaufverhalten von Konsumenten durch personalisierte Empfehlungen, ein verbessertes Einkaufserlebnis, Effizienz und Geschwindigkeit beeinflussen. Unternehmen müssen jedoch sicherstellen, dass ihre Systeme fair, transparent und ethisch sind und dass sie die Privatsphäre und die Sicherheit ihrer Kunden schützen. Wir machen jetzt trotzdem noch eine Studie, um sozusagen den Gegenbeweis anzutreten, damit wir dann in Zukunft womöglich keine Studie mehr brauchen, sondern ChatGPT befragen können. Vielen Dank. Applaus